heutigen Video mussten wir aus einer Süßigkeitenfabrik abhauen. Doch das Ganze war gar nicht mal so einfach. Aber ich hatte trotzdem sehr viel Spaß, die Lamy Army zu trollen. Außerdem gab es in der Obby 2 richtig krasse Kämpfe. Aber ob wir die gewonnen haben, Leute, ich weiß nicht. Das war schon ziemlich schwer. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Gebt dem Video einen dicken Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen, Leute. Wir sehen hier auf jeden Fall zwei komische Gestalten. Einmal hier so ein Kaugummi-Automaten und einmal, ich weiß nicht, was das sein soll. Wir drücken auf jeden Fall einmal auf Spielen und wir haben hier die harte Schwierigkeit. Und Leute, das Ganze ist heute eine First-Person-Perspektive-Obby. Und Moment mal, was machen die denn hier? Oh mein Gott, Leute, es fängt so süß an, oder was? Eieiei, Leute, bin ich hier wirklich in einer Obby drinne oder im Sassenbrook Haven? Oh mein Gott, guckt euch die zweimal an. Dani und Kira. Ja, Leute, da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Schreibt alle in die Kommentare. Dani und Kira, ihr seid süß. Naja, Hugs for Lamy, schreibt auf jeden Fall alle liken und abonnieren. Leute, ich hoffe mal, das habt ihr schon alle getan. Und Leute, guckt euch mal diese ganzen Susis hier an, wie die hier alle rumtanzen. Ey, Leute, ich will auch tanzen. Und sie schreibt alle liken, sonst pupst Lamy auf euch in der Nacht. Leute, ihr habt's gehört. Wenn ihr nicht von mir angepupst werden wollt, dann müsst ihr jetzt alle das Video geliked haben. Und wer ist er denn? Hä? Oh mein Gott, er sagt, ich kann nicht glauben, dass wir hier in diesem bösen Süßigkeitenladen eingesperrt wurden. Es ist so crazy. Schnell, wir müssen hier raus. Leute, ihr seht es, wir sind hier einfach mal eingesperrt in einem Süßigkeitenladen. Leute, dann drückt mir einfach mal hier den Emergency-Button. Und was passiert? Oh oh, irgendwie ist alles so rot geworden. Oh, die Laser sind auf jeden Fall weg. Und wir können jetzt erstmal hier raus. Oh mein Gott, wer war das? War das etwa Mr. Gumdrop? Ich glaube, sein Name ist Mr. Gumdrop. Naja, Leute. Oh mein Gott. Guckt euch ihn einfach mal an. Hey, mach kein Auge, ja? Leute, irgendwie sieht er ein bisschen aus wie Vitamine. Naja, wir drücken mal den nächsten Knopf hier. Und dann sollten mal hier, oh, so Falltüren rauskommen. Aber nee, Leute, das sind einfach keine Falltüren, sondern, oh, Lollipops. Na toll. Und er schreibt hier, hey, Mr. Dönermann, ich brauche deine Hilfe, Mann. Ich habe Hunger auf ein Döner mit deinem Eiran, Mann. Keine Pizza. Nein, oh Mann, ey. Na toll, ich muss doch wirklich sagen, die Map sieht auch super cool aus. Aber dass hier die Schokolade zerbricht, ist echt frech gemacht worden. So, okay, kann ich da jetzt drauf? Komm schon. Und let's go! Sehr gut, Leute. Oh mein Gott, was geht hier alles ab? Wir werden auf jeden Fall die ganze Zeit noch von Mr. Gumdrop beobachtet. Keine Ahnung, was der von uns will. What the dog doing? Aber naja, gehen wir mal rüber. Und was soll das denn hier für eine Süßigkeit sein? Oh mein Gott! Okay, Leute, wir haben es geschafft. Kaufen möchte ich eigentlich noch nichts. Wir können aber trotzdem mal den Shop abchecken. Vielleicht gibt es hier doch noch etwas, was wir uns kaufen können. Vielleicht einfach mal hier sowas. Ein Gefängnis, mit dem wir die ganzen anderen Spieler einsperren können. So, Leute, wir haben uns das jetzt einfach mal für 299 Bubuks gekauft. Und wir sperren ihn hier ein. So, du, mein Freund, landest jetzt da unten, Joey. Oh Mann, ey. Ich hoffe mal, jetzt werde ich nicht zurückgetrollt. Deswegen verschwind mir mal ganz schnell hier. Und so, einmal runterspringen. Perfekt. Leute, ihr müsst auch schon hier runterspringen. Was macht ihr denn? Oh mein Gott, Leute. Das sind wirklich kleine Noobs. Guckt euch die mal an. Leute, ihr müsst springen. Ja, sehr gut. Mal gucken, ob das jetzt alle schaffen. Ja, perfekt. Und ja, Leute, alle schaffen das. Perfekt. Okay, gehen wir mal weiter. Und was sagt er? Peekaboo? Eine mysteriöse Tür. Wir müssen sie öffnen und gucken, was dahinter steckt. Okay, Leute. Dann machen wir das und wir fallen natürlich erstmal runter. Leute, wo sind wir hier gelandet? In den Backrooms. Und sie will erstmal den Cape Check. Okay, Leute, lasst uns nach dieser Stage erstmal den Cape Check machen. Oh oh, da ist Mr. Gumdrop. Wir nehmen mal den Schlüssel und laufen weg. Der will uns einfach mit dem Lollipop zerschlagen. Oh mein Gott. Nee. Da sind wir erstmal raus, Freunde. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, hier wird es aber erstmal Zeit für den Cape Check. Leute, fangen wir an mit Lamy Roblox und er schreibt, Lamy ist der beste YouTuber, alle liken, ey, ich like dein Herz. Nein, Spaß, Leute, ich küsse eure Herzen, ihr macht mich so glücklich mit euren süßen Nachrichten. Oh, wenn ich sie wieder sehe,
dass er hier fast alles von meinem Merch-Shop hat. Den Mini-Lami, die Lami-Kette, Lami-Cape und, Moment mal, dreh dich mal um. Ich glaube, ja, er hatte noch den Isle of Lami-Merch an. Dani hat hier natürlich auch alles vom Lami-Shop. Lami-Cape, Lami-Kette, Lami-Merch, Ehren-Dani. Oh, warte mal, wer ist sie denn? Roblox Emmy Emily. Oh mein Gott, Leute, sie hat auf jeden Fall keine Bubuks. Schaut euch sie mal an. Sie braucht auf jeden Fall ein paar Bubuks. Machen wir weiter mit Lami, mit unserem roten Rainbow Friend. Er schreibt auch nochmal Lami abonnieren und liken. Ganz genau, Freunde. Er hat hier auch alles am Start. Lami Naldo Merch, Lami Cape, Mini Lami und die Sus-Kette. Oh mein Gott. Oh Leute, jetzt haben wir hier einfach nur Mädels. Hä? Hier sind nur Mädels am Start. Luna hier im Bebe Merch und im Lami Cape. Hugs for Lami, I Love Lami Merch, Sus-Kette von Emily. Leute, das sind wirklich so, so süße Skins von euch. Auch hier Marinette und Lamis Pups. Ey, Moment mal. Bist du auch wirklich mein Pups? Ja, 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 das stinkt schon gut. Und sie schreibt einen traurigen Smiley. Okay, okay, du stinkst nicht, ja? Machen wir einfach mal weiter mit der lieben Kira. Sie hat den Emily-Merch, aber wo ist dein Emily- oder Lami-Cape, hä? Oh mein Gott, sie hat leider kein Cape an. Ich glaube, ihr fehlen dafür noch ein paar Bubuks, deswegen müssen wir ihr auf jeden Fall ein paar Bubuks geben. Und Anastasia, aha, so sieht also ein schönes Cape aus, oder? Moment mal. Cupcake, lol, dreh dich mal. Ja, perfekt. Oder das Emily Cape. Das sind die zwei besten Capes in ganz Roblox. Danke auf jeden Fall an jeden, der etwas von meinem oder von Emilys Shop trägt. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter, Freunde. Das war's mit dem Cape-Check und der springt erstmal nach unten. Leute, passt mal ein bisschen auf, ja? Ihr sagt immer zu mir, dass ich ein Noob bin, dass ich stinke. Aber was ist mit euch los, hä? Gucken wir das Ganze mal an. Leute, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ja, ja, sieht gut aus. Oh Mann, aber ihr braucht echt lange, muss ich sagen. Vor allem du, Luna, du bist richtig langsam, ey. Noob, noob, noob. Weißt du was, Luna? Du kommst jetzt ins Gefängnis und ab nach unten mit dir. Oh, warte mal. Oh, das war gar nicht Luna. Da ist Luna. Luna, du musst nach unten. Moment mal, Moment mal. Luna, Luna, wo bist du? Luna? Nein, ich möchte unbedingt Luna einmal nach unten schmeißen. Komm schon. Komm schon. Hä, wo ist sie? Luna, jetzt komm endlich ins Gefängnis. Ja, yeah, ich hab sie. Oder? Nee, das ist sie nicht. Komm schon. Jetzt, jetzt habe ich endlich die kleine Luna. Luna, du gehst jetzt erstmal eine Runde schwimmen. Ciao. Und sie sagt, toll, mich, bin Messi-Fan. Du bist Messi-Fan? Ja, dann kannst du auch nochmal eine Runde schwimmen. Ciao. Naja, haben wir mal genug getrollt. Wir gehen jetzt einfach mal weiter und... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist einfach der Kaugummi-Automat. Ey, Mr. Gumball. Oh mein Gott. Hä, was mache ich jetzt? Hä? Moment mal. Ah, da vorne ist eine Bazooka. Leute, wir schnappen uns jetzt mal ganz schnell die Bazooka und... Moment mal. Hat er uns gerade angegriffen? Der hat also auch ein paar Angriffe drauf. Oh, oh, Leute. Der erste Kampf hier gegen Mr. Gumball. Hä, was macht der? Oh mein Gott, was? Hä? Der konnte einfach meine Schüsse reflektieren. Oh mein Gott, Leute. Das ist schon echt stark gemacht. Deswegen, wir müssen uns mal hier beeilen. Oh, oh. Oh, oh, Schockwellen kommen. So, easy peasy, easy peasy. Ich hoffe natürlich auch, dass die Lami Army auch hier in der harten Schwierigkeit mitspielt. Denn wenn ihr alle auf leicht mitspielt, dann ist es ja, ja, für Babys. Wir müssen immer die harte Schwierigkeit wählen. So, und wir haben Mr. Gumball besiegt. Oh mein Gott, hä? Der wollte uns immer noch attackieren, obwohl er tot ist. Nein, nein, nein. So, Luna, hör auf zu tanzen. Du kommst jetzt ins Gefängnis. Und einfach mal hier in die Mülltonne. Okay, hier steht jetzt erstmal, finde eine Leiter. Aha, verstehe, verstehe. Wir müssen also diese Leiter hier einmal nehmen und die nach da vorne platzieren. So, perfekt. Dann klettern wir einmal hier drauf. Und Leute, sui, auf in den Schacht. Und Moment mal. Hey, was ist denn mit dir hier los? Nee, 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 du kannst doch mal von neu klettern. Oh Mann, ey. So, Anastasia, komm mit. Wir rennen jetzt einfach mal direkt zum Ziel. Und, hä? Süßigkeiten? Oh mein Gott, Süßigkeiten, Leute. Oh, oh toll. Haben alles aufgegessen, Freunde. Und apropos Süßigkeiten, ihr müsst jetzt mal eure, Lieblingssüßigkeit in die Kommentare schreiben. Hm, wenn ich mich für eine Süßigkeit entscheiden müsste, welche Süßigkeit würde ich nehmen? Leute, lasst mich kurz überlegen. Hm, zählen Chips auch zu Süßigkeiten? Ich glaube schon. Also wenn ja, dann nehme ich diese grünen Pombeer-Chips mit Ketchup-Geschmack. Und wenn ich Gummibärchen nehmen müsste, dann vielleicht diese
Drachenzungen, also diese Schlangen, die so noch sauer sind. Ja, Leute, aber wir ernähren uns lieber gesund, ne? Ihr wisst Bescheid, nicht so viele Süßigkeiten essen. Sonst, Leute, bekommt ihr noch Schwierigkeiten mit euren Zähnchen. Und das wollt ihr bestimmt nicht. Also an der Stelle, ihr könnt ruhig Süßigkeiten essen, aber bitte nicht so viel, ja? Genießt Süßigkeiten und esst nicht zu viel davon. Auch wenn es manchmal schwer ist, Leute, auch ich habe so oft einfach mal Lust, den ganzen Tag lang irgendwelche Süßigkeiten zu essen. Aber danach fühlt man sich auch sehr oft einfach mal sehr, ja, ungesund. Und, deswegen, Leute, Süßigkeiten sind cool, aber bitte nicht zu viel. Und jetzt, hä, was geht ab, Leute? Einfach ein Autorennen gegen Mr. Gumdrop. Oh mein Gott, Leute, was geht hier ab? Wir müssen hier einfach ein Mario Kart-Rennen machen. Wie cool ist das denn gemacht? Oh mein Gott, aber er wird niemals gegen mich gewinnen, Leute. Oh, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Werden wir das gewinnen? So, die Kurven natürlich immer eng nehmen. So, ich bin, Leute, ich bin Formel 1 Profifahrer. So, Leute, ich bin der Ronaldo hier fahren. Oh, ich glaube, ja, nee, er hat keine Chance. Guckt euch ihn mal da hinten an. So, oh, hä? Hä, Leute, warum holt er mich ein? Was ist denn los mit ihm? Oh mein Gott. Nein, 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 du holst mich niemals ein. Ich gewinne, ja. Oh mein Gott, das war's mit ihm? Hä? Ist er gerade explodiert? Ja, okay, dass er jetzt explodiert, das wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber naja, alles gut bei dir? Ich glaube, wir sollten einfach mal hier in diesen Fahrstuhl reingehen und... Oh, wow, hä? Was war das denn für ein verscampter Fahrstuhl? Toll. Wo sind wir jetzt schon wieder? In den nächsten Backrooms. Und was sagt er hier? Hä? Warum sind wir jetzt hier unten? Hier sind keine Süßigkeiten. Stimmt, Leute. Hier sind einfach keine Süßigkeiten mehr. Au, 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 aua. Hey, Moment mal, was geht denn hier ab? Oh mein Gott, Leute, guckt euch das mal an. Wir sind jetzt, aua, toll, in irgendeinem Schloss. Ich muss ja schon sagen, das Design von dieser ganzen Map ist richtig, richtig gut gemacht. Und ich wurde erstmal runtergeschubst. Danke, Pupsis. So, gehen wir mal hier rüber. Okay, wir müssen aber hier aufpassen. Da vorne kommen diese Stacheln runter. Schnell, 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 schnell. Ja, okay, das war sehr knapp. Aber wir haben es geschafft. Okay, was haben wir hier? Spinnennetz, das müssen wir einmal so wegmachen. Und, oh Gott. Okay, wir sind unten. Alles easy. Und er schreibt, Döner ohne Pups? Hä, wie Döner ohne Pups? Natürlich Döner ohne Pups. Nein, und ich bin erstmal runtergefallen. Ey, Mann, Leute, ich bin echt ein bisschen schlecht geworden. Ihr wisst, ich habe lange keine Roblox mehr gespielt, um genau zu sein. Ungefähr so eine Woche. Oh, Leute, das ist ja schon ziemlich lange, oder? Oh mein Gott, Hilfe! Oh. Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, was war eure längste Roblox-Pause? Also, wie lange musstet ihr mal Pause machen und konntet keine Roblox mehr spielen? Leute, ihr wisst, ich spiele Roblox am liebsten jeden Tag. Und was geht hier ab? Oh, 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 oh. Ich hoffe mal, dass du die ganzen Süßigkeiten nicht nur für dich behalten willst. Die Süßigkeiten gehören alle mir. Moment mal, er ist jetzt unser Feind? Hä, ich dachte, das wäre unser Freund. Ey, Leute, was geht ab? Hä, der kann sich einfach so teleportieren oder sowas. Leute, dass diese Obby einfach, oh mein Gott, zwei Kämpfe hat, ist ja mal richtig krass. Und diese ganzen Attacken von diesem Kleidbot sind noch viel, viel krasser. Also, Leute, wir haben ihn aber trotzdem, komm schon, oh, 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 besiegt. Moment, Moment, Moment. Was? 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 Er hatte noch so wenig Leben. Und ich bin einfach gestorben. Nicht im Ernst, oder? Okay, Leute, jetzt konzentriere ich mich. Oh, warte mal, ich muss ihn nur noch einmal anpupsen und... Das war's mit ihm. Tja, Kleidbot, ciao. Nimm das, na los, explodier endlich. Hä? Hä? Moment mal, das war's doch nicht. Der steht einfach wieder auf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh oh, oh oh, wo ist er? Da vorne. Okay, Leute, er ist jetzt richtig am Ausrasten hier. Oh mein Gott, diese... Attacken werden auch immer stärker von ihm. Aber Leute, komm schon. Wir müssen den Kampf gegen Kleidbot gewinnen. Nein, nein, nein. Die Süßigkeiten gehören uns. Der Lami Ami und nicht dir. Oh, oh. Oh, oh. Er teleportiert sich wieder. Hä? Hä? Okay, da vorne, Leute. Komm schon. Wir haben gleich die Hälfte von dem Leben. Aber, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Wir müssen aufpassen, Freunde. Komm schon. Noch ein bisschen. Ich hoffe mal... Das war's jetzt, wenn wir ihn besiegen. Und dass er nicht nochmal aufsteht. Oh, 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 wir haben auch nicht mehr so viel Leben, Freunde. Wir müssen echt aufpassen. Komm schon. Komm schon.
Wir haben ihn, ja, Leute. Das war's jetzt aber wirklich mit ihm. Er explodiert, Zui. Und Freunde, da vorne sehe ich auch schon das Ende von der Obby. Wir haben es geschafft. Und die tanzen hier auch alle den Sassy-Tanz. Leute, ich würde sagen, wir kommen einfach mal direkt zur Bewertung. Freunde, ihr habt es selbst gesehen, das Design von dieser ganzen Lobby war richtig, richtig gut. Die Obby war nicht zu kurz, die Obby war auch nicht zu lang. Wir hatten zwei coole Kämpfe in der Obby. Die Obby an sich war auch nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Also ja, die Story von der Obby hat mir auch gefallen. Also bekommt die Obby auf jeden Fall von mir eine verdiente 10 von 10. Und Leute, ihr müsst eure Bewertung gerne jetzt auch in die Kommentare schreiben. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert auch den Kanal, um solche Videos nicht mehr zu verpassen. Und falls ihr beim nächsten Spiel mitspielen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ihr müsst auf jeden Fall auf meinen Discord-Server kommen. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall noch links das letzte Video abchecken. Und rechts müsst ihr unbedingt meinen Kanal abonnieren. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und...